Du Flo, was machen wir heute Abend? Dasselbe wie jeden Abend, Lela. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Och nee, dazu bin ich zu müde. Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen kurzen Zwischenfolge des Stellas Astercast. Ich wollte nur an dieser Stelle ganz kurz Bescheid sagen, dass die Aktion Stellas Aster Buchclub für diesen Monat zum Ende gekommen ist. Und es haben nur zwei Menschen mitgemacht, nämlich die Miste Wurde und der Martin Rutzler vom Sendegarten. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und weil ich mich so gefreut habe, dass wenigstens zwei Menschen mitgemacht haben, habe ich beschlossen, dass ihr jetzt einfach beide ein Buch kriegt. Und das Ganze wurde auch schon entsprechend abgekaspert. Das heißt, die Bücher durften bei euch entsprechend am Montag oder allerspätestens am Dienstag ankommen. Nur so zu Transparenzzwecken. Der Martin hat sich am Ende der Welt gibt es Kaffee und Kuchen gewünscht. Und die Mr. Wurde hat sich Dicker Teufel, Umstände halber und liebevolle Hände abzugeben, gewünscht. Beide werden, wie gesagt, ihr Buch dann spätestens am Montag oder Dienstag erhalten. Und damit wollte ich mich nur nochmal ganz, ganz lieb fürs Mitmachen bedanken. Möchte mich auch nochmal beim Sebastian bedanken, der da, wie gesagt, mir für dieses Interview zur Verfügung stand. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden sicherlich dieses Format in der einen oder anderen Form nochmal weiterbeleben, weitermachen. Ich habe jetzt ein paar Leute kennengelernt, die da sicherlich eine Bereicherung für das Format sein könnten. Und wenn die dann entsprechend Lust haben, wird man da sicherlich noch die eine oder andere Folge von Stellas Astercast Buchclub hören können. Weil mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich denke, auch wenn ihr jetzt nicht so interaktionsgeil seid und so, ich verstehe das, ich bin das selber auch nicht, dann denke ich doch trotzdem, dass ihr zumindest beim Anhören euren Spaß hattet. Und deswegen werden wir das demnächst mal wieder machen. Joa, was gibt's sonst Neues? Mir ist momentan eher ein bisschen beschissen. Ich habe jetzt seit wirklich längerer Zeit mal wieder richtig böse mit dem Rücken. Ich habe so ein bisschen den Verdacht mit dem ganzen Sportkram, dass das davon zwar seltener wird, dass der Rücken so schlimm ist, aber wenn er dann schlimm ist, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen ekliger als sonst, weil halt mehr Muskulatur dort da ist, die als Widerstand fungiert. Das heißt, wenn sich die Wirbelsäule verschiebt und dann einen größeren Widerstand hat, weil mehr Muskeln da sind, dann tut es logischerweise wahrscheinlich auch mehr weh. Aber gut, das werde ich beobachten und dementsprechend reagieren. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ich dadurch wenigstens die Häufigkeit ein bisschen klein halten kann. Aber wie gesagt, momentan ist es echt nicht schön. Ich liege jetzt auch gerade wieder in meiner heißen Badewanne und versuche mich so wenig wie möglich zu bewegen. Aber gut, ist okay. Die aller schlimmste Zeit auf Arbeit ist jetzt auch erstmal rum. Und man hat's überlebt, ich musste niemanden im Stich lassen und das ist die Hauptsache. Und jetzt gucken wir erstmal, bis sich das wieder beruhigt hat. Ja, wir sind es ja gewöhnt, den Spaß. Ansonsten gibt's noch was Neues. Ich habe mir jetzt endlich ferngesteuerte Lampen mal wieder geholt. Ich hatte schon früher welche, also Deckenlampen. Die hatten aber eine Fernbedienung und gingen halt mit Fernbedienung an und auszuschalten. Die waren aber der letzte Dreck, weil die Fernbedienung hat halt nur reagiert, wenn sie mal Lust hatte. Und dann hatte ich halt drei Lampen und drei Fernbedienungen und musste das alles einzeln. Und das ging mir alles auf den Keks und das war blöd. Und jetzt habe ich mir eben so Lampen mit eingebauten WLAN gekauft, die eben auch einen Farbwechsel drin haben. Der ist mir aber gar nicht so wichtig, sondern bei mir geht's halt primär darum, dass ich hier nicht durch die dunkle Wohnung latschen muss, um mir Licht anzumachen, weil die Lichtschalter halt bescheuert verteilt sind. Und ja, jetzt habe ich das Ganze schön mit Handysteuerung und so und kann mir Licht an- und ausmachen. Ziemlich cool, freue ich mich, ist geil, war das Geld auch wert. Ja, ansonsten mein Filament kam an, da habe ich jetzt auch schon ein bisschen gebastelt. Ich habe nämlich einen kleinen Mastodonten gebaut,
Darüber bin ich auch ganz glücklich, weil ich habe jetzt in letzter Zeit an Hobby- und Kreativkram relativ wenig gemacht. Das wird auch noch ein bisschen leiden, aber das wird wieder mehr werden. Momentan bin ich gerade dabei, eine Tux zu häkeln. Das ist auch ziemlich interessant, weil das Tierchen so oberkörpergroß ist wie ich. Aber ja, wir beobachten das mal und wir sind da auf einem guten Weg. Jo, eigentlich war es das für diese Folge schon. Es gibt nicht mehr zu erzählen, weil nichts mehr weiter passiert ist. Aber ich danke euch ganz sehr fürs Zuhören. Ich danke euch ganz sehr, dass ihr bei der kleinen Gewinnspielaktion mitgemacht habt. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. In diesem Sinne, bis das nächste Mal. Eure Dela. Ciao. Das war Dela Terratur mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.